Jo. Also wir stehen hier an der Station Verbotene Liebe. Hier können sich die Besucherinnen und Besucher mit der Geschichte des Paragraphen 175 auseinandersetzen. Das ist der Paragraph, der in Deutschland über Jahrzehnte lang homosexuelle männliche Liebe unter Strafe gestellt hat. Und an der Station können sich die Besucherinnen und Besucher aus der Perspektive von Betroffenen mit der Geschichte des Paragraphen auseinandersetzen. Und sie lernen aus unterschiedlichen Jahrzehnten Pärchen kennen, die darüber erzählen, wie der Paragraph ihr Leben eingeschränkt hat. Aber auch, wie sie sich gegen den Paragraphen gewehrt haben, was für Widerstände organisiert wurden und wie Solidarität organisiert wurde.